Hallo Leute, heute sind wir mal wieder in Cha'an unterwegs am Strand. Sehr, sehr seltener Anblick hier. Ist endlich mal wieder draußen. Ja, wir werden heute mal Seafood essen gehen. Günther ist dabei, Jui ist dabei, noch eine Freundin von Jui und natürlich auch Renate, Günnis Frau. Mal gucken, was es aktuell gibt. Ja, ich wollte mal wieder ein Update machen, auch hier zu den Preisen natürlich. Jetzt Beginn Nebensaison in Thailand. Sonne aktuell heute jetzt gar nicht da, ein bisschen bewölkt, aber die Stühle hier am Strand kosten nach wie vor zwischen 30 bis 50 Baht. Seid ein bisschen vorsichtig hier, die wollen euch auch abzocken. Bei mir haben sie es heute auch versucht, so irgendwie, also habe ich es noch nie erlebt. Zweite Reihe Stühle 30 Baht, erste Reihe Stühle. Also auch wenn du hier essen tust, du musst für die Stühle bezahlen. Das war schon immer so, aber 30 Baht ist normalerweise. Und wenn du vorne am Meer sitzt, also ja, eine Reihe weiter hinten ist 30, eine Reihe weiter vorne ist ja eigentlich gerade nebeneinander, ist das 50 Baht, ja. Eigentlich wollte ich zum Stand Nummer 9 gehen, aber der hat leider heute geschlossen. Darum sind wir hier. Hier haben wir da die Toiletten in Thailand. Ich glaube, das ist das beste Business hier. Duschen und so, ich glaube 10 Baht, ja. Und Pipi Box 5 Baht, hä? So, mal schauen, was da heute auf dem Speiseplan steht. So haben wir hier Calamari 400 Baht das Kilo. Dann Garnelen 450 Baht. Heute sind nicht so viele Seafood-Verkäufer hier. Vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht erwarten sie heute noch Regen. Schauen, was da gerade Renate aussucht. Renate, was gibt es heute zu essen? Aha. Nur Squid, hä? Ja. Wie immer, ja. Ah, hier hat es noch ein bisschen mehr. Ja. Krebse auch noch. 700 Baht das Kilo. Viele Thais essen diese Krebse, die lieben das. Das Fleisch selber ist schon extrem lecker, aber meine, es ist relativ teuer, gell, wenn man so überlegt, dass man eigentlich zu gefühlt 90% nur Schale hat und eine Stunde arbeitet, bis man mal ans Fleisch kommt. Das ist etwas übertrieben gesagt. Jo, jetzt haben wir mal bestellt und laufen da zum 7-Eleven. Das wird jetzt wahrscheinlich auch etwa so gute 15 bis 20 Minuten dauern, bis das Essen bereit ist. Und ja, ich meine, wenn es hier gerade ein 7-Eleven hat, bei uns unten hat es niemand, der Getränke verkauft, holen wir das Getränk doch gleich hier. Wobei der Preisunterschied jetzt nicht wirklich groß ist. Aber die Auswahl ist natürlich viel, viel größer. Ich muss aber schon sagen, sehr wenig los. Wobei heute ist Donnerstag, gell, Günni? Ja. Ja, okay, Donnerstag. Vielleicht so am Wochenende ist dann wieder mehr los. So, hier haben wir die Einkäufe vom 7. Danke, Günni. Ja, gerne. Einige werden sich jetzt fragen, hey, aber Mario, ich könnte doch nicht im 7 Getränke kaufen gehen und dann hier am Strand, in so einem Strand, in Anführungszeichen Restaurant essen. Aber das geht. Grund dafür ist natürlich, dass man hier ja die Stühle mietet. Also man bezahlt hier für die Sitzgelegenheit, auch wenn man hier essen tut. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufteilung, die sie hier haben. Die einen haben hier einfach die Stühle und Tische, die sie vermieten können am Strand, verdienen so ihr Geld. Dann gegenüber oder auch teilweise hier vorne in diesem Streifen sind dann die Food Courts oder Restaurants, Seafood etc. Die verdienen durch den Verkauf vom Essen. Ab und zu gibt es auch noch Getränkeverkäufer am Strand direkt. Und darum spielt es keine Rolle. Also ihr müsst euch da keine Gedanken machen, wenn ihr die Getränke irgendwo an einem anderen Ort kaufen geht. Auch das Essen. Also man muss nicht hier das Essen kaufen, wo man sich hinsetzt, sondern man kann hier überall holen, was man möchte. Das ist normal. So, wieder mal ein bisschen Vitamin S, bis das Essen kommt. Vitamin S, Vitamin Sonne oder Vitamin Strand, ganz wichtig. Krass, he?
diese Jahreszeit hier. Schau mal, wie breit der Strand ist und vor allem, wo sind die Leute? Wo ist die Masse? Massentourismus in Thailand, weit gefehlt. Hier in Chaang Mai noch kein Massentourismus. Eigentlich ist es schon verrückt. Ich meine, jetzt hast du so ein Bild und morgen, am Freitag oder vielleicht sogar garantiert Samstag, Sonntag, ist das Bild komplett anders. Da kann es hier so extrem voll sein. Aber es ist warm und viele, die wollen ja erst so am späteren Abend runter an den Strand, weil es halt einfach so Mittagshitze zu heiß ist. Ja, was ich eigentlich auch noch schauen wollte, ist, ob sich das Ganze ein bisschen verändert hat, jetzt während der letzten High Season, aber ist auch nichts festzustellen. Vorher auch oben an der Straße. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass viel mehr los ist als noch letztes Jahr, so auch vor allem Ende Covid und so. Es ist immer noch gleich, plus minus. Ein bisschen mehr Food teilweise, aber jetzt so gegen Ende High Season, Beginn Regenzeit, merkt man schon, dass hier wieder voll die Ruhe eingekehrt ist. Wir mussten gerade schnell ein bisschen schmunzeln. Hier hinten am Baum hat es ein Schild, da steht Rauchen verboten. Aber genau bei diesem Schild rauchen alle. Nicht nur Günni, sondern auch die Jungs da drüben auf dem Truck, alle sind am Rauchen hier. Oder heißt das, vielleicht heißt das ja auch Raucherzone hier. Ah nee, irgendwas stimmt da nicht ganz mit dem Strich da. So, hier haben wir bereits ein gelbes Curry. Und zwar ist das mit Squid, Tintenfischchen. Ich glaube, dass das sogar Günnis Lieblingsgericht ist hier am Strand. Und so wie er gesagt hat, schmeckt das auch sehr gut hier. Aber gelb? Überall, wo man essen geht, schmeckt es ein bisschen anders. Oder hast du schon jemals hier Gerichte gehabt, die alle gleich schmecken? Also ganz selten. Selten. Ja. Aber ich denke gerade, dass es einfach so ist, der eine macht mehr Gewürze rein, der andere weniger Gewürze rein und dann verändert das sofort den Geschmack. Ja. Und vor allem auch irgendwie Wasser, gell? Also die einen sind extrem dicke Konsistenz, ja, sehr geschmacksintensiv. Genau, dann ist wieder flüssiger. Genau, ja. Nummer 9 war das wie so eher festere Konsistenz, ja. Was ich eigentlich ganz gern mag. Ja. Hier ist anders. Ein bisschen leicht wässriger hier, ja, gell? Aber nicht schlechter, ja. Ganz weit, der Tintenfisch, ganz weit. Da haben wir noch Muscheln. Wer hat das bestellt? Wahrscheinlich Yui, oder? Scharf. Scharf roh. Yui, pet mei. Gib mir. Ich glaube, das wäre Yuis zukünftiger Beruf hier. Wir haben ja so viele Hühnereier mittlerweile. Yui, ja? Yui, bye. Auch heil, auch heil. Tschai. Yui mal in den Strand schicken, um die Eier zu verkaufen. Ja, das wäre noch was. Wenn man überlegt, bei mir im lokalen Shop kriegst du 4 Baht pro Ei. Ich schätze mal, er wird hier so etwa 5 Baht verlangen pro Ei. Das ist eigentlich schon extrem wenig, wenn man sich so überlegt. Oh, jetzt kommt das Fischle. Platot. Wow, so big. Ja, bin gespannt, wie das schmeckt. Schaut auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. I know you like this one. Und hier noch die Garnelen. Ich glaube, die haben Zwiebeln obendrauf, getrocknete Zwiebeln. Die zwei Gerichte da drüben sind leicht scharf für die Mädels. Das haben die bestellt. Mein Fisch ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein Süßwasserfisch, ist kein Salzwasserfisch. Das merkst du halt extrem im Geschmack. Also ich würde sagen, dass Salzwasserfische viel, viel besser schmecken als Süßwasserfische. Zumindest für meinen Geschmack. Ja, wir haben gegessen und das Essen hier war auch sehr lecker. Mal was Neues ausprobiert. Einen anderen Seafood-Stand hier am Strand. Es gibt ja so extrem viele hier in Chaang Mai. Chaang Mai ist ja bekannt für Seafood. Vor allem am Wochenende sehr viele Leute aus Bangkok. Wer die Masse mag, okay.
Samstag, Sonntag. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht nicht gerade am Wochenende hier hinkommen. Und wir haben für alles zusammen 1.080 bezahlt, das Essen. 5 Personen. Ihr habt ja gesehen, was wir gehabt haben. Und die Stühle, habe ich schon am Anfang des Videos erwähnt, kostet auch noch zusätzlich 30 Baht für so einen Stuhl. Also auch da bei den Preisen, muss ich sagen, hat sich eigentlich nichts groß verändert. Wenn ich jetzt sehe, dass das 1000 Baht kostet, also 30 Euro mit Seafood-Essen, kann es gar nicht vergleichen mit Deutschland. Ja, ist okay. Also, das ist sehr okay. Ja, hat auch super geschmeckt. Aha, okay. Also, war wirklich fantastisch, das Essen und für das Geld. Kann man weiterempfehlen. Jo, okay. Dein Wort. Ja, das war's von heute hier am Cha'am Beach beim Seafood-Essen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, Grüße aus Thailand.